Herzlich willkommen bei CLMC Capron TV. Ich bin der Franz Schmalzl vom Vespa Club Pinzgau und ich freue mich, dass auch in diesem Sommer wieder die Vespa Elb Days hier in der Region in CLMC und Capron stattfinden werden. Viele Vespisti aus ganz Europa kommen her zu uns und genießen mit uns gemeinsam 5 Tage Vespa-Feeling mit tollen Programm-Highlights. Wir machen wunderbare Ausfahrten in die Region, zum Beispiel auf den Großglockner. Wir fahren den Wasserfalldreif nach Grimmel und natürlich den so beliebten Corso rund um den Zellersee. Ein ganz besonderes Highlight ist natürlich, wie auch in den vergangenen 2 Jahren, Vespa-Guru Robin Davy gibt uns wieder die Ehre, macht nicht nur seine großartige Akrobatik-Show mit den Vespa-Oldtimer-Freunden aus München, sondern zeigt in einem speziellen Museum im Ferry Porsche Congress Center erlesenste Stücke aus der Vespa-Historie. Ich habe ungefähr 50 bis 60 Fahrzeuge, fast alle im Originallack und bin stolz, das letztendlich zu zeigen zu dürfen. Hier sind wir ein Weltunikat, das ist der einzigste Transporter aus England. Das ist einer der allerersten Douglases, die je produziert worden sind, weil er keinen Vespa-Schriftzug hat auf dem Beinschild. Ich habe noch die Originalpapiere dazu, also das ist wirklich ein absoluter Seltenheitswertfahrzeug. Bei unseren großen Treffen in den vergangenen 2 Jahren haben wir schon sehr, sehr viele Freunde gewinnen können, die die Region lieben und schätzen gelernt haben und die tolle Statements schon über die Vespa Elb Days abgegeben haben. Ja, Wetter ist super, Vespa fahren ist genial, was Schöneres gibt es nicht. Ich bin total überwältigt, welche Massen wir an Vespa-Freunde hier haben. Toll. Super Veranstaltung, Kompliment am Veranstalter, super Location. Also wir haben uns wunderbar wohl gefühlt und alles war wunderschön organisiert und einfach toll. Das Wetter war gut, viele Sonne und ja, alles gut. Perfect. Weather was perfect and you know, lots of beer. Yeah, pretty girls, gotta love it, gotta love it. Città molto bella, anche qui il posto molto molto bello. Im Grunde genommen eine super friedliche Atmosphäre mit lauter verrückte Vespa-Fahrer. Das ist eine Leidenschaft, es ist ein Kult, es ist eine ganz große Familie, es ist Freundschaft, ja. Und kein Marke der Welt hat die Geschichte annähernd erobert oder erreicht, wie die Vespa, muss man ganz ehrlich sagen. Etwas Besonderes, im letzten Jahr hat sich ein Wiener Pärchen hier verlobt und dieses Pärchen heiratet in diesem Jahr bei den Vespa Elb Days hier in Zell am See. Also dann bis bald bei den Vespa Elb Days 2011 in Zell am See, Capron. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Servus.